In diesem Video wird eine Auswahl von Themen und Fragestellungen aus dem Bereich der Motivation im Zusammenhang mit der Psychologie besprochen. Der Begriff Motivation bezieht sich unter anderem auf bewusste und unbewusste Bedürfnisse. Die bewussten Bedürfnisse eines Individuums sind letztlich immer auch subjektiv. So haben Menschen beispielsweise ein stärkeres und andere ein geringeres Bedürfnis nach Nahrung. Es gibt zwei Möglichkeiten des Umgangs mit bewussten Bedürfnissen. Einerseits den Verzicht und andererseits den Zwang zu abweichenden Verhalten. Schwierigkeiten der Motivationssteuerung entstehen in diesem Zusammenhang unter anderem aus der Erwartungshaltung. So führen beispielsweise andauernde Enttäuschungen der eigenen Erwartungshaltung zu Frustration beim Individuum. Die Motivation wird stark beeinflusst und verursacht durch physiologische, also körperliche Vorgänge, die Umgebung, die Situation also, und die personale Disposition, die unter anderem aufgrund bestimmter Entwicklungsbedingungen geformt wird. Beispiele für körperliche, also physiologische Vorgänge sind unter anderem das Gehirn und die Hormone. Es gibt mehrere einander widersprechende Erklärungen, was Motivation verursacht. Hier nur eine unvollständige Auflistung und Erklärung zu den sogenannten Triebtheorien. Triebtheorien werden unter anderem von der sogenannten Psychoanalyse nach Sigmund Freud vertreten. Triebe stellen unter anderem angeborene Ursachen und Antriebe dar, die Mangelzustände beseitigen zu wollen. Beispielsweise im Bereich des Essens und Trinkens. Beispiele für mögliche Triebe sind unter anderem laut Freud aber auch im Bereich der Aggression und Sexualität zu suchen. Nun zu den sogenannten Anreiztheorien. Es kann äußere, also externe Anlässe geben, durch die das Individuum veranlasst wird, etwas Bestimmtes erreichen, sein bzw. haben zu wollen. Beispielsweise Anreize wie Ansehen bei anderen Menschen, Geld, Belohnungen, Essen etc. Es können in diesem Zusammenhang zwei Formen von Verstärkern unterschieden werden. Das wären zum einen die primären Verstärker. Primäre Verstärker wirken als Belohnung und sind letztlich unabhängig von Lernvorgängen. Sie sind vielfach angeboren, wie etwa die Vorliebe für süßen Geschmack bei Kleinkindern. Zum anderen gibt es auch sekundäre Verstärker. Sekundäre Verstärker wirken ebenfalls als Belohnung und sind aber abhängig von Lernprozessen. So muss beispielsweise die Bedeutung von Geld und Schulnoten erst erlernt werden. Gefühle, also Emotionen oder Affekte auch genannt, stellen eine Bewertung der Anreize durch den Menschen bzw. sein Gehirn dar. Je nachdem, ob es dem Individuum, also dem einzelnen Menschen, gelingt oder nicht, durch eigenes Verhalten Ziele wie Anreize zu erreichen, wird auch in Zukunft vergleichbares Verhalten häufiger oder seltener gezeigt werden. Nun zu einer anderen Theorie, nämlich zur Theorie im Zusammenhang mit der Vorstellung der Homöostase und Trieben. Der Begriff Homöostase steht in diesem Zusammenhang für jenes innere Gleichgewicht, welches der Mensch laut dieser Theorie unbewusst anstrebt. So strebt der Körper beispielsweise danach, die Temperatur im Gehirn nicht zu hoch werden zu lassen, da dies ansonsten beim Menschen zur Bewusstlosigkeit führen könnte.